Hi Leute, ich wollte heute mal ein kleines persönliches Update machen, was ich in letzter Zeit so getrieben habe, wo ich unterwegs war und was so passiert ist. Ja, was war bei mir so in letzter Zeit los? Einmal wollte ich mich erstmal dafür entschuldigen, wenn ich weniger Kommentare beantwortet habe, Nachrichten geschrieben habe, weil im Moment einfach ja recht viel los war. Und ja, einmal war ich eben 2 Wochen am Bodensee unterwegs mit dem Rad und Zelt und ich war da in der Zeit vielleicht 2-mal im Internet und habe gerade so ja, die wichtigsten Sachen beantwortet. Also ich habe, glaube ich, auch im letzten Monat vielleicht 2 Videos gemacht. Ich hatte noch ein paar Videos geplant, auch diese Fastenreihe mit Kati jetzt. Die hatten wir zusammen beim letzten Retreat aufgenommen. Genau, und da kommt jede Woche Donnerstag ein Video. Genau. Und ja, ansonsten war ich eben jetzt erst am Bodensee unterwegs, hatte da eben 2-mal Internet, so, dann habe ich schnell ein Video kurz hochgeladen, um mal kurz Bescheid zu sagen, damit die Leute sich nicht wundern, damit ihr euch nicht wundert. Genau. Und jetzt danach hatte ich Inliner-Kurse. Und ja, dementsprechend hatte ich in letzter Zeit wenig Zeit für Videos oder Nachrichten oder Kommentare. Gleichzeitig war dann noch der Start vom Happy Life-Kurs. Und da hatte ich jetzt auch noch den ersten Live-Q&A mit den Teilnehmern. Das war echt ganz schön mit den Fragen. Und ja, deswegen bin ich in letzter Zeit gar nicht so viel zum Video machen gekommen. Und ich habe gemerkt, wie ich in letzter Zeit wieder, ich habe voll viele Themen aufgeschrieben und habe gerade auch wieder voll Lust, Videos zu machen. Und wirklich da eben einige Themen auf dem Herzen so. Und deshalb wird es die Tage auch wieder mehr Videos dann geben. Genau. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ja, eben das war der erste Punkt, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich weniger Nachrichten geschrieben habe, wenn ich euch nicht geantwortet habe oder so, wenn ihr eine Nachricht geschrieben habt. Ich ja, bin einfach in letzter Zeit nicht dazu gekommen, jede Nachricht irgendwie zu beantworten, habe dann einfach priorisiert, was am wichtigsten war, das erstmal beantwortet. Genau. Und Kommentare hatte ich auch weniger geschrieben auf YouTube, wollte ich jetzt noch mal ein paar Kommentare beantworten. Ja. Jetzt habe ich eben wieder Zeit. Ich hatte danach eben die letzten 1-2 Wochen jetzt nochmal Inliner-Kurse, 3-Tages-Workshops, jeweils mit den gleichen Kids immer. Das war echt voll schön, hat voll Spaß gemacht. Darüber wollte ich nämlich auch noch ein Video machen, über meine Erfahrungen so in den letzten Jahren mit der Arbeit mit Kindern. So, ich habe jetzt seit 2014 immer Inliner-Workshops gegeben an Schulen, mit Schulklassen. Ja. Über eine Firma Cityscape heißen die und es macht einfach unglaublich viel Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Und ich wollte mal ein Video über die Lernfähigkeit, über psychische, über die motorische, alles Mögliche machen, was meine Erfahrungen da so mit der Arbeit mit Kindern so sind. Das kommt auch noch die Tage dann. Genau, und jo, das ist es halt. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Wie gesagt, ich wollte mehr Videos machen dann wieder. Und Potluck hatte ich jetzt den Termin festgesetzt. Ich habe neulich da auch ein Video drüber gemacht. Am 15.09. am Freitag um 16 Uhr ist in Würzburg jetzt ein Potluck. Wieder am Main. Ich habe schon überlegt, ob wir irgendwie Feuer machen können. Da ist eine Feuerstelle, ist ein Grillplatz. Vielleicht, wenn jemand irgendwie zufällig Feuerholz mitladen kann in sein Auto oder so. Oder mal schauen, vielleicht kriege ich auch noch was organisiert. Je nachdem, ich weiß jetzt noch nicht, wie das Wetter wird. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es ja schon ein bisschen frischer. Dann wäre es vielleicht ganz gemütlich, einfach ein bisschen Feuer zu machen, sich ums Feuer zu hocken. Genau. Ja. Und ansonsten ist den Tag drauf eben in Leipzig der Potluck. Am Samstag, da weiß ich noch nicht, ob ich hinkomme oder ob irgendjemand hinfährt. Mal schauen.
Wenn ihr was wisst, schreibt einfach unter das Video vom Potluck. Kommentiert da mal wegen Mitfahrgelegenheit. Wenn ihr was sucht, schreibt unter das Video. September, Potluck. Sucht auf dem Kanal. Ich verlinke es auch mal in der Infobox. Genau. Und ja, ansonsten war es das eigentlich so bei mir im Moment. Es war halt wirklich viel Zeit jetzt, wo ich unterwegs war. Und dann auch mit dem Happy Life Kurs der Start, da die ganzen Sachen für einrichten, das ganze Online-Zeug dafür regeln. Und dann habe ich einfach nur die wichtigsten E-Mails im Moment beantwortet. Und wie gesagt, bin dann nicht viel zu Kommentaren gekommen und auch nicht viel dazu, Videos zu machen. Und deswegen werde ich, ja, das jetzt, wie gesagt, nachholen alles. Und freue mich da echt drauf. Ich wollte jetzt erstmal wieder zur Ruhe kommen, erstmal wieder länger daheim bleiben, hier bleiben und ja, ein bisschen entspannen, ein bisschen runterkommen, E-Mails beantworten, Videos machen und weiter, genau, am E-Book wollte ich eigentlich noch weiter schreiben, das wollte ich eigentlich schon längst rausbringen, so den zweiten Teil von Schritt für Schritt zur gesunden Ernährung von vegan auf Rohkost. Den ersten Teil habe ich ja schon rausgebracht, verlinke ich mal in der Infobox, falls ihr den noch nicht entdeckt habt. Aber den zweiten Teil, den habe ich jetzt schon eigentlich ziemlich fertig. Ich muss nur noch jetzt noch mal den Text ja, überarbeiten, Korrektur lesen lassen, formatieren und sowas. Genau. Dann schauen, dass ich das Ganze online stellen kann. Jo, ansonsten wollte ich euch eben nur mal so ein kleines, kurzes, persönliches Update geben, damit ihr Bescheid wisst, wo es so abläuft, was gerade so meine Situation ist. Und ja, ich freue mich drauf, wenn wir uns vielleicht dann beim Potluck eben sehen am Freitag. Und ansonsten macht's gut, bis die Tage, wenn jetzt ein paar Videos kommen. Macht's gut, Leute. Ciao.